Die Bayern und das erste Pflichtspiel der Saison, Supercup. Üblicherweise spielt der deutsche Meister gegen den Pokalsieger oder aber gegen den Vizemeister, wenn man, wie die Münchner, das Double gewonnen hat. Ein Wettbewerb mit einem ganz eigenen Charme, eigener Herangehensweise, eigener Motivation. Wenn man ihn gewinnt, ist alles okay. Wenn man ihn nicht gewinnt, dann ist alles schlecht. Obwohl dieser Titel überhaupt keine Wertigkeit in Deutschland besitzt, ja, da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ja, es redet jeder nur vom Double. Ja, aber wir haben letztes Jahr auch noch den Supercup geholt, den erwähnt keiner. So, wenn wir ihn morgen gewinnen, wird auch keiner drüber reden. Wenn wir nicht gewinnen, wird er plötzlich ein Thema. Also wir müssen uns schon einigen, wie wollen wir es definieren. Ja, also von daher, lassen Sie uns zusammen eine Definition finden. Geben wir ihm eine Wertigkeit oder nicht? Wertigkeit hin oder her. Sicher ist, die Bayern müssen gegen den ärgsten Rivalen ran, den aus Dortmund. In jedem Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Also es wird ein intensives Spiel. Wir sind ja, 4 Wochen, 3,5 Wochen in der Vorbereitung. Die Dortmunder, glaube ich, einen Tick länger. Es wird sicherlich noch nicht alles klappen, so wie man sich das vorstellt, so wie es letzten Endes auch in der Saison sein muss. Da muss man ein bisschen auch Rücksicht darauf nehmen. Aber trotzdem wird es ein gutes Spiel. Die Dortmunder werden diese Saison wieder der erste Verfolger sein, meiner Meinung nach. Ich habe das auch gesagt, dass die Leverkusen eine sehr gute Mannschaft haben mit einem tollen Trainer. Die Leipziger waren letztes Jahr stark, sind dieses Jahr genauso stark. Also es wird interessant. Wir sind hellwach und müssen dort auch hellwach sein. Schließlich geht es für die Bayern um den ersten Titel der Saison. Und Titel will man beim Rekordmeister am liebsten alle. Übrigens, zum Thema Leroy Sané gibt's aus München. Dazu gibt es keine Antwort, weil der Cheftrainer ist in der Pressekonferenz.